Ja, hallo Leute, wir sind wieder bei Minecraft Feed the Beast und wir haben einiges zu tun. Die allererste Geschichte, die wir uns definitiv mal anschauen müssen, ist, ich habe hier ein neues Tool, den Bealizer. Werden wir uns gleich mal anschauen, was das ist. Ich habe mir hier auch noch ein paar Bienen besorgt. Und da sind schon welche fertig und wir schauen direkt mal in den Bealizer rein. Wir müssen hier ein bisschen Honig reinpacken und dieser Honig dient sozusagen als Antrieb und wir können hier diverse Informationen über unsere Bienen dadurch bekommen. Wir sehen hier beispielsweise die vierte Generation. Die Produktion und so weiter. Alles Mögliche, was wir hier an Informationen bekommen. Und das Gleiche können wir hier bei den Drohnen machen. So. Und ja, die beiden hier sind identisch. Das heißt, wir packen die direkt hier rein. Und da wir nur eine dieser Drohnen brauchen, werfen wir die andere einfach weg. So. Und ja, ich werde die hier jetzt nicht großartig weiter untersuchen, denn ich weiß natürlich, dass die alle gleich sind, weil wir sie noch nicht mit irgendwelchen anderen gekreuzt haben. Dementsprechend, ja, kann da eigentlich kein großer Unterschied zwischen denen sein. Also raus damit. So. Rein damit. Wunderbar. Legen wir hier mal ein bisschen nach. So. Ich war schwer beschäftigt und zwar mit Craften. Und habe hier, wie man sehen kann, insgesamt jetzt 4 von diesen Advanced Solar Panels. Das hier hatte ich gerade zuletzt gemacht. Das ist inzwischen auch voll aufgeladen. Und damit produzieren wir jetzt hier jedes dieser produziert 8. Das heißt, wir produzieren 8, 16, 24 und 32 EU am Tag. Und wir werden diese 32 EU definitiv nutzen, denn wir wollen einen Quarry starten. Und um das Quarry zu starten, brauchen wir Energie. Und ich habe mir als Energiequelle überlegt, wir werden eine ja, durchaus ganz interessante Geschichte verwenden. Und zwar hier die Electrical Engine. Und die werden wir durch unsere Solarpanels betreiben und ja, hoffentlich vernünftige Ergebnisse bekommen. Und ich habe da schon ein bisschen was... Oh, halt. Ich hatte da ein bisschen was vorbereitet, aber wie ich gerade sehe, nicht genug. Denn ich habe doch tatsächlich die... die Wooden Gears vergessen. Beziehungsweise nicht Wooden, sondern wir brauchen welche aus Tin. So, und so, dann haben wir davon 10 Stück. Ich habe schon ein paar Pistons vorbereitet. Und Glas und dann wunderbar. Und ich wollte 5 Stück herstellen und nicht 3. Brauchen wir also noch ein bisschen mehr Zinn. Aber das ist kein Problem. Noch haben wir genug. Wobei uns das bald ausgeht. Also wir haben schon vergleichsweise wenig Zinn inzwischen. Aber das kriegen wir alles schon gebacken.
Ich habe auch einiges an Eisen verbrauchen müssen für die Solarpanels, die wir haben. So, damit hätten wir diese fünf Electrical Engines und jetzt müssen wir uns ein Quarry herstellen. Also. Das hier wollen wir herstellen. Dafür brauchen wir insgesamt, wie man sehen kann, ein paar Gears, ein bisschen Redstone und eine Diamantspitzhacke. Und wir werden uns als allererstes mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Eisengears herstellen. Dafür brauchen wir erstmal ein bisschen Eisen. Und halt, wir haben nicht genug Sticks. So, da sollte doch was dabei sein. So. Das ist jetzt ja ein bisschen viel Geklicke. Aber ja. Es gibt ja leider keine Project Tables oder sowas. Das würde uns das Ganze natürlich deutlich einfacher machen. Aber die gibt es momentan nicht in Feed the Beast. Die werden später kommen. Ich glaube, die sind Bestandteil von Red Power. Und Red Power ist noch nicht auf Minecraft-Version 1.4.2. Und wir sind hier in Feed the Beast auf 1.4.2. So. Okay, dann brauchen wir viermal ein Goldgear. Moment, viermal? Ja, okay. Vier Stück. Wunderbare Geschichte. Ups. Eins, zwei, drei, vier. Und so. Und dann brauchen wir nochmal zwei aus Diamant. So, dann brauchen wir noch eine Diamantspitzhacke. Wunderbar. Die packe ich mal wieder zurück. Das Zeug brauche ich nicht mehr. So. Wunderbar. Damit haben wir unsere Gear-Kombination hier zusammen. Und dann brauchen wir noch ein Redstone. So, und dann basteln wir uns unser Quarry mal zusammen. Und wir haben ein Quarry. Wunderbar. So, jetzt müssen wir die ganze Geschichte natürlich noch irgendwie, ja, verbinden. Und ich habe nicht genug Wooden Pipes. Wir sollen es gleich noch ein paar machen. So, das sollte reichen. Wunderbar. Und so. Okay, wir brauchen für jede der Electrical Engines brauchen wir auf jeden Fall eine Wooden Conductive Pipe. Und dafür benötigen wir Redstone. So, damit können wir die Electrical Engines mit unseren Golden Conductive Pipes verbinden. Und im nächsten Schritt müssen wir jetzt definitiv was ganz, ganz Wichtiges machen. Wir müssen uns noch ein paar Kabel herstellen. Und die Kabel werden wir. Moment, jetzt lasst mich mal kurz schauen. Wir sind hier bei. Wo kommen wir da in etwa raus? Da kommen
kommen wir hier raus? Das ist jetzt nicht ganz so optimal. Aber ich glaube, wir können damit leben. So, hier werden wir unseren Strom verlegen, mit dem wir die Electrical Engines betreiben werden. Das war nicht beabsichtigt. Hier mal schnell wieder nach oben. So, zack. Wunderbar. So, weiter. Bauen wir uns hier mal eine kleine Plattform, auf der wir unsere Konstruktion aufbauen. Mit euch. So. Also bauen wir uns hier eine kleine Plattform und da werden wir unser Quarry aufsetzen. So, hier wird das Quarry hinkommen und dann brauchen wir hier, wie gesagt, eine kleine Plattform. Lasst mich mal schauen, wie machen wir das am besten? So. Das Quarry kommt hier hin und dann machen wir hier eine hin. Und hier. Eine reicht. So, und von hier aus basteln wir uns jetzt Moment. So, basteln wir uns jetzt erstmal eine Konstruktion, wo wir unsere Engines draufpacken können. So, 1, 2, 3, 4 und, oh, da habe ich einen vergessen. 5. So, das sollte ganz gut funktionieren. Bauen wir uns die Plattform hier jetzt entsprechend noch auf. Das muss jetzt momentan nicht schön aussehen. Es geht erstmal um die Funktionalität an sich. Das ist ja eh nur so lang aktiv, wie das Quarry auch läuft. Von dem her müssen wir uns da nicht so sehr um die Optik bemühen. So, und dann basteln wir unsere Engines hier hin. Einmal da, einmal hier, hier, hier und hier. So. Ich könnte hier theoretisch noch was in diesen Slot reinmachen, aber das habe ich eigentlich nicht vor. Wir werden das so nutzen, wie es momentan ist. Und wir werden
das nochmal? Ich dachte, der zeichnet immer so ein Quadrat. Okay, ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir brauchen hier jetzt noch eine Möglichkeit, das Ganze mit Energie zu versorgen. Und dazu müssen wir ein Kabel erstmal verlegen. So, ich werde das hier einfach mal so machen. Wir werden die von hier unten entsprechend mit Energie versorgen. Einfach, ja, aus Spaß. So und so. Von da aus werden die mit Energie versorgt. Von der Leitung, die wir aus diesem Loch hier hinten rausbringen. So. Dann lasst uns mal kurz schauen. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5. Wir brauchen noch ein bisschen Glas. So, jetzt. Jetzt hat er mir sortiert. Wunderbar. Wir werden dieses Rezept hier anwenden. Das heißt, wir brauchen jetzt hier zwei Silver Ingots und einen Diamanten. Und ich würde sagen, wir machen uns mal einen ordentlichen Vorrat, wenn wir schon dabei sind. Ja, wir müssen es nicht übertreiben. Und Silber. So. Dann schauen wir mal. Ich will keine Energie verlieren. Das heißt, wir zählen die Kabel hier ein bisschen ab. Und falls wir das brauchen, werden wir eben ja, eine Bedbox noch dazwischen schalten. Und das brauchen wir definitiv. Wir brauchen eine Bedbox. So, Bedbox ist nichts Wildes. Für die Leute, die es bisher noch nicht gesehen haben, kann ich auch gleich mal das Rezept zeigen. Das hier ist die Bedbox. Wir brauchen